Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play Armored Warfare. Und ich habe eine schlechte Neuigkeit, und zwar ist es die letzte Folge Armored Warfare, aber nicht in Summe, sondern erstmal für die Woche, denn die Woche wird dann nämlich sehr Warships-lastig werden. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber da ist natürlich eine Neuerung, die dann präsentiert werden will. Wir bleiben aber bei Armored Warfare natürlich und dementsprechend schauen wir uns jetzt den LAV 300 an, diesen Jagdpanzer, auf den ich wirklich speziell Lust habe, weil ich mir dachte, ich zeige sonst immer eher so die höheren Tiers, aber hier mal Tier 4 ist mal wieder spannend und gerade den Jagdpanzer, da habe ich einfach Lust drauf. Der ein oder andere wird natürlich dieses Ding gar nicht kennen, deswegen schauen wir es uns nochmal an. Jagdpanzer der USA, diese in den USA entwickelte leicht gepanzerte 6x6 Fahrzeug ist in erster Linie für den Exportmarkt gedacht gewesen. Mit seinem geringen Gewicht und der hohen Mobilität ist es ein bei Marinekorps in der ganzen Welt beliebtes Fahrzeug. Der LAV 300 wurde zwischen 1979 und 2000 produziert und ist immer noch im Dienst. Hauptsächlich Einsatzgebiet ist Südostasien. Schaden 318, Durchschlag 224. Schaden pro Minute ist sehr solide, fast 4000. Das auf Tier 4 ist wirklich nett. Trefferpunkte 1200 ist natürlich nicht viel, aber noch weniger ist seine Panzerung. Die ist nämlich eigentlich faktisch gar nicht da. Dafür eine unglaubliche Mobilität. Über 104 km/h schnell, 0 auf 32 in 4,49 Sekunden. Wannenschwenkung auch zackig, Ortung zackig, Zielerfassung gut. Also die nominellen Werte sind ganz nett. Daher hoffe ich, dass wir jetzt eine nette Mission bekommen werden. Ja, die Operation Kavallerie steht an. Ein alliiertes Flugzeug transportiert wichtige Informationen über Nickwells Löwen in der Region. Du musst sicherstellen, dass sie deinen Klienten reichen, den Internationalen Sicherheitsrat. Ja, das Flugzeug sichern und die feindlichen Sams zerstören. Ja, das sollte doch machbar werden und dementsprechend bin ich da gute Dinge. Reines Vierergefecht. Wir haben hier auch noch eine AT im Stahl, also die hält von hinten an uns hoffentlich so ein bisschen den Rücken frei. Und jetzt schauen wir mal, was da so passiert. Aber in dem Fall erstmal schießen, was das Zeug hält. Schau mich nicht so an. Nein. Nee, lass mich in Ruhe. Ja, sehr gut. So, und ich würde jetzt gerne mir die Sams klar machen. Ah, da hat man gesehen. Wollte ich schnell schießen, hat dann aber nicht geklappt. Wie immer, wenn ich eigentlich das versuche, schnell zu machen, klappt es nie so, wie ich will. Aber jetzt, so soll es sein. Und da auch so. Oh, sehr gut. Der andere LAV 300 hat sich da um die sekundäre Target gekümmert. Da können wir dann weiter nach vorne fahren. Wir sind jetzt gerade offen. Von hinten. Aha, der ging aber erst verhältnismäßig sehr spät auf. So. Muss jetzt hier echt aufpassen, weil da kommen gleich zwei. Erstmal nehmen wir den raus. Und dahinter jetzt kommt noch der Scorpion. Aber der ist weg. Man darf mit solchen Panzern einfach nicht zu schnell zu viel wollen. Das passiert mir ja leidenschaftlich gern, weil ich einfach da immer so drauf und dran bin, diese unglaubliche Geschwindigkeit auszukosten. Und dann merke ich, hoppala, das geht dann in die Binsen. So, darauf komme ich jetzt nicht. Auf ihn komme ich aber. Naja, dann nehme ich halt ihn erstmal raus. So. Jetzt habe ich mich hier mal fallen lassen zu dem Kameraden. So, und jetzt bleibe ich hier so bei dem dran, dass er mich hier eben nicht so erwischt. Und dann klappt es eben auch, ohne dass ich jetzt hier großartig den Schaden fresse. So, das Sekundär-Target ist auch schon erledigt. So, den habe ich doch ordentlich getroffen. Zieht er sich da so ein bisschen zurück. Fahre ich hier mal so ein bisschen hoch. So, Nummer 1 ist weg. Nummer 2 ist auch weg.
Was ist hier mit dem Type? Komm raus, komm, komm, komm. Noch ein Stück. Ja. Ah. Schlecht geschossen. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber der klappt. So. Ah, die Legende. Type 59, immer wieder schön. Gun Depression bringt mir jetzt nicht so den Turm runter, wie ich es gern hätte. Hat man jetzt gerade, war auch ganz, ganz eng, dass ich den Turm runterbekommen habe. Haha, ohne Zoomen geht's auch. Silhouette sei Dank. So, und dadurch, dass ich ja ein recht flinkes Panzerchen an die Hand bekommen habe, probieren wir es jetzt einfach mal hier durch den tiefen Fluss. Aber kein Problem. So. Sekundäre sind weg. Jetzt ist nur noch die Frage, wo sind die Verbliebenen? Die spawnen in der Regel dahinter halt beim Flugzeug. Das heißt, da vielleicht noch was abfischen. Erstmal die erhöhte Position wieder einnehmen. Da kann ich wieder am besten wirken, falls da noch irgendwo was rauskommt und irgendwo muss noch was kommen. Haha, habe ich geschafft. So, jetzt stehe ich hier eigentlich ganz schön. Und sofern sich der da entschließen sollte, da irgendwie mal hitbar zu werden. Hätte ich jetzt noch drauf geschossen, aber in dem Fall war es schon rum. Das war eine sehr schnelle, gut laufende Runde. Ich habe mich mal ausnahmsweise nicht in die Nesseln gesetzt, aber gut, Stufe 4 ist halt auch noch der Schwierigkeitsgrad Mittel, also überschaubar, selbstverständlich. Jetzt schauen wir mal, wo wir uns am Ende der Runde so platzieren konnten. Gutes Gefühl. Also ich sag mal, Top 3, das sollte drin gewesen sein. Na, und was sagt das Tableau so? Bisschen nervös bin ich bei diesem Ladescreen immer so, weil ich immer nicht echt nicht weiß, das Ganze so direkt einzuschätzen. Ha, da habe ich mir sogar den Blue Star geholt. Ja, sehr cool. Den Schützen, das Teamwork, da habe ich doch mal ordentlich performt. 5500 Schaden, auch ganz, ganz, ganz klar der Platz 1. Dann hier der LRV 300 mit 3,7 und unser Sheridan, der war so ein bisschen faul. Ja, und hier sieht man nochmal die Endauswertung. Ja, würde sagen, war eine feine Runde mit einem spaßigen Panzer und wir sehen uns nächste Woche bei Armored Warfare wieder. Deswegen, ich freue mich. Bis bald, euer Alcaramba.